Was hat eine Baustelle mit Demokratie zu tun? Ich erzähle es euch. Habt ihr ja alles mitgekriegt. Ein riesen Trara zu Hashtag alles dicht machen. Ne? Wie die Post ist abgegangen. Brauche ich gar nicht groß was zu sagen. Aber interessant ist, dass es nur Prominente waren. Wir brauchen gar nicht darüber diskutieren, ob das nun gut war oder ob das schlecht war. Es war Satire. Es gibt schlechte Satire, es gibt gute Satire. Darum geht es aber überhaupt nicht. Da haben Leute sich in unserem Land geäußert und das ist ihr freies Recht, das auch zu tun. Denkt mal, bei Charlie Hebdo, da hat man auch kein Problem. Ne? Über Mohammed darf man Witze machen, das ist das Freie, das ist Demokratie, das ist das Recht der Satire, die Freiheit der Satire, die darf das. Ne? Da war ganz klar, da hat sich keiner aufgeregt. Aber als dann alles dicht machen losging, da regten sich alle auf. Interessant ist, dass es nur Schauspieler waren, die prominent, also prominente Schauspieler, die fest im Schauspielersattel sozusagen sitzen. Und die weniger bekannt sind, die waren da nicht mit dabei. Denn es stellte sich heraus, dass das berufsgefährdend war, was sie da gemacht haben. So wie das abging, geht es ein bisschen zur Forderung, dass Tatort-Schauspieler liefers eben und Doku, dass die nicht mehr, dass die gestrichen werden sollen aus dem Tatort. Ne? Also Berufsverbot quasi. Ne? Laut wird geschrien. Ne? Es, irgendwo hat das, was das so in Social Media abgeht, in der Öffentlichkeit, sowas wie öffentliche Hinrichtung eigentlich auch. Ne? Du darfst, pass auf bei dem, was du sagst, denn sonst kommen wir und ziehen über dich her. Denn wir sind die Guten und ihr seid die Bösen, weil ihr habt ja und ihr habt nicht und so weiter und ihr versteht nicht und so weiter. Genauso geht das mit Annalena Baerbock. Ne? Da geht die Post ab. Das heißt, diese Frau, die wird gejagt. Sie wird öffentlich gejagt und das zum großen Teil sogar noch mit Fake-Nachrichten. Das nimmt Dimensionen an, die für mich unfassbar sind. Ist das jetzt der Corona-Koller, der da stattfindet? Ne? Das totale Wachsamsein und direkt drauf und fertig machen. Bis hin auch zum Rufmord. Ne? Ja, oder eben auch Berufsverhinderung. Selbst das ist da mit drin. Ich denke an die alten Griechen. Die haben eine ganz andere Kultur gehabt. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Orientiert sich an einem schönen gleichhenkligen Dreieck des Pythagoras im Grunde. Nämlich Diskussion läuft so. Diskussionskultur. These, Antithese, Synthese. Ne? These, Antithese, Synthese. Das heißt, wir diskutieren so lange, nicht bis wir einen Kompromiss gefunden haben, sondern bis wir aus These und Antithese einen Weg gefunden haben, der stimmig ist, weil wir nachgedacht haben, weil wir unser gottgegebenes Gehirn benutzt haben, weil wir den anderen geschätzt und ernst genommen und geachtet haben für seine Meinung erstmal und nicht fertig gemacht haben, weil du, das darfst du nicht sagen, dass du darfst nicht, na gut, bei der AfD können wir natürlich nochmal sagen, aber da argumentieren wir auch, da haben wir Argumente, ne? Es geht ums Menschsein. Also letztlich, Corona ist gar nicht so die große Gefahr, vor allem, wo wir da auch Richtung irgendwie Finalia laufen, sondern, dass wir unsere Demokratie verlieren durch die Hetze im Social-Media-Bereich. In der Achtungslosigkeit gegenüber Menschen. Also da müssen wir wieder hin zurück zu sagen, ey, wir sind doch in Wirklichkeit alles Brüder und Schwestern. So wie, natürlich können wir uns streiten, natürlich können wir uns zoffen, aber fertig machen, das geht auf gar keinen Fall. Ich sage euch nur, wir müssen höllisch aufpassen, dass wir unsere Demokratie nicht verlieren, wenn das so weitergeht. Dann herrscht nur noch Hass, Hetze, Lüge, Falschheit und vor allem, das kenne ich auch von mir, dass es Themen gibt, wo ich da rede ich erstmal gar nicht drüber, denn wenn ich das tue, werde ich sofort wieder gejagt. Und wenn sich sowas verbreitet oder auch in meinem Gehirn, ich denke, ich bin relativ mutig, dann schweige ich irgendwann, dann schweigen wir alle irgendwann, dann trauen wir uns nicht mehr zu denken oder laut zu sagen, was wir denken. Und dann ist die Demokratie im Eimer. Pass gut auf. Mein Idiot, bis zum nächsten Mal. Tschüss.